Impfen ist ein Thema, das in den letzten Monaten oft in den Medien war. In diesem Video versuche ich es zu erklären. Bei einer Impfung soll das Immunsystem gegen einen bestimmten Krankheitserreger aktiv gemacht werden. Krankheitserreger sind Dinge oder Lebewesen, die krank machen. Oft sind es Viren, Bakterien oder Pilze. Es gibt passive und aktive Impfungen. Bei einer passiven Impfung bekommt man Antikörper, die den Krankheitserreger kaputt machen. Das wird gemacht, wenn man schon mit den Krankheitserregern infiziert wurde. Die Antikörper bleiben nachher aber nur ein paar Monate im menschlichen Körper. Deswegen wird gegen gefährliche Krankheiten aktiv geimpft. Das macht man noch bevor Krankheitserreger im Körper sind. Bei einer aktiven Impfung bekommt man Krankheitserreger, gegen die der Körper dann selbst Antikörper bildet. Genauso wie wenn man die Krankheit hat. Von den Krankheitserregern bei einer Impfung wird man aber nicht krank, weil sie tot sind, bei einer Totimpfung, oder so schwach, dass man davon nicht krank werden kann, bei einer Lebendimpfung. Wenn man dann aber lebende, starke Krankheitserreger erwischt, bekommt man diese Krankheit nicht, weil das Immunsystem schon Antikörper dagegen besitzt. Wenn man gleichzeitig aktiv und passiv impft, heißt das Simultanimpfung. Es gibt Impfungen zum Spritzen, zum Schlucken und welche, die man durch die Nase einzieht. Wie Koks. Bei manchen Impfungen sind mehrere Teilimpfungen notwendig, bis man immun ist. Nach manchen Impfungen ist man für immer vor der Krankheit geschützt. Bei anderen muss man nach einiger Zeit wieder impfen gehen, damit es wirkt. Das ist dann eine Auffrischungsimpfung. Oft wird gegen mehrere Krankheiten gleichzeitig geimpft, damit man nur einmal spritzen muss. Das nennt man eine Kombinationsimpfung. Es gibt bei einer Impfung auch Nebenwirkungen, wie bei jeder Medizin, die wirklich hilft. Gerade bei Impfungen sind das aber meistens harmlose Sachen, wie leichtes Fieber. Bei einer Injektion kann die Einstichstelle auch wehtun, anschwellen oder gerötet sein. Schwere Nebenwirkungen und Impfschäden, die für immer bleiben, sind sehr selten. Gegen viele schwere Krankheiten, an denen man sterben kann oder von denen gesundheitliche Schäden für immer bleiben können, gibt es heutzutage eine Impfung. Wenn man nicht geimpft ist und sich mit der Krankheit ansteckt, ist das meistens sehr viel schlimmer als die Nebenwirkungen der Impfung. Einige Leute sind gegen Impfungen. Oft schreiben sie in Büchern oder auf Webseiten darüber, manchmal reden sie auch im Fernsehen. Dabei gibt es Leute, die nur gegen manche Impfungen sind. Das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel, dass ein Impfstoff neu ist und noch nicht genug erforscht wurde, wie gut er wirkt oder wie gefährlich die Nebenwirkungen sind. Aber Impfstoffe dürfen erst dann verkauft werden, wenn vorher in Studien keine schlimmen Nebenwirkungen aufgetreten sind und man die Krankheit deutlich seltener bekommt als ohne die Impfung. Heutzutage impft man nur, wenn die Nebenwirkungen harmlos oder selten sind und die Krankheit gefährlich ist. Wenn die Impfung wahrscheinlich mehr Schaden anrichtet als die Krankheit, hätte es ja keinen Sinn. Manche Impfungen sind auch nur für Leute notwendig, die bestimmte Eigenschaften haben, wie ein bestimmtes Alter oder eine Immunschwäche, oder die in ein Land reisen wollen, in dem es Krankheiten gibt, die hier nicht vorkommen. Es gibt Leute, die sind nicht nur gegen manche Impfungen, sondern gegen das Impfen überhaupt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Manche übertreiben die Nebenwirkungen, andere erfinden einfach welche. Zum Beispiel behaupten Leute, es gebe einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus, der aber nicht existiert. Andere sagen, Impfungen wären nicht wirksam. Es stimmt zwar, dass Impfungen bei sehr wenigen Menschen wirklich nicht wirken. Warum, weiß man nicht. Aber dass Krankheiten umso seltener ausbrechen, je mehr Leute dagegen geimpft sind, ist bewiesen. Impfgegner behaupten dann, dass diese Studien nicht neutral seien, weil sie von der Pharmaindustrie finanziert wurden und dass deswegen genau das rauskommt, womit die Pharmafirmen mehr Geld machen können. Aber Impfungen wirken auch ohne Kapitalismus, zum Beispiel in der ehemaligen DDR, und die Pharmafirmen könnten ohne Impfungen viel Geld mit Medikamenten gegen die Krankheiten verdienen, die dann ausbrechen. Im österreichischen Impfplan stehen alle Impfungen, die ihr braucht. Wenn ihr eine Impfung bekommen habt, wird sie in euren Impfpass eingetragen. Falls ihr den verliert oder vergessen habt, eine Impfung einzutragen, könnt ihr untersuchen lassen, wie viele Antikörper in eurem Blut sind, um herauszufinden, ob die Impfung noch wirkt. Das kostet aber so viel Geld wie die meisten Auffrischungsimpfungen, also könnt ihr euch auch einfach so nochmal impfen lassen. Wenn ihr krank seid, sagt das eurem Arzt und fragt, ob ihr euch trotzdem impfen lassen könnt. Dass ihr geimpft seid, ist wichtig für euch, bei ansteckenden Krankheiten auch für die Menschen um euch herum. Geht zu eurem Arzt oder eurer Ärztin und fragt, welche Impfungen ihr braucht.